Hi, wie geht es dir heute? Das verbesserte Paket ist angekommen. Wird bis zum ersten Training fertig sein. Hier ist der Werksbericht. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu F1 2016. Wir sind heute beim 5. Rennen der Saison in Barcelona in Spanien. Und falls ihr das letzte Rennen verpasst habt, dort waren wir in Russland. Schaut dort auf jeden Fall nochmal vorbei. Und ja, wir sehen hier wie immer die Ressourcenpunkte, die wir jetzt aus dem Training bekommen haben. Ich blende euch auch hier das Trainingsergebnis nochmal ein. Und ja, da könnt ihr schon sehen, dass das nicht so toll gelaufen ist. Aber es war immer knapp. Also vor allem beim Reifenmanagement-Test war das immer so... Ja, ganz, ganz knapp von der Zeit her. Deswegen, das sieht vielleicht ein bisschen schlimmer aus, als es ist. Aber ja, Spanien zählt auch zu meinen eher schlechteren Strecken. Also da bin ich nie so wirklich stark gewesen, sag ich mal. Aber ja, ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir uns hier gut anstellen können. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Okay, Ziele. Ja, Dritter oder besser und Vettel besiegen. Das sind so ziemlich, ja, das ist so, so standardmäßig. Ja, Dritter oder besser, das wird schwer. Das wird wirklich schwer, da bin ich ehrlich. Also, ich sag mal, wenn wir innerhalb der Top 5 uns qualifizieren können, dann wäre ich mehr als zufrieden. So, wir werfen nochmal kurz einen Blick auf unseren Laptop. Und zwar, ja, wir haben jetzt das Motor-Update, Upgrade bekommen. Vom letzten Mal, das ist sehr, sehr schön. Wir kommen auch immer näher ran an Mercedes, also... Ja, das ist nice. Was auch interessant ist, ist McLaren. Also ich finde McLaren, die machen gute Fortschritte, kommen gut nach vorne. Force India ist ziemlich weit unten, muss ich sagen. Ja, ich hätte ehrlich gesagt gerne noch ein Abtrieb-Upgrade jetzt gehabt für das nächste Rennen in Monaco. Aber ja, da hätte ich wahrscheinlich besser sein müssen im Training. Naja, kann man nichts machen, Leute. In der Fahrer-WM sind wir momentan auf Platz 2. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Aber beim letzten Rennen in Russland haben wir ja gewonnen. Und ja, es gab so ein paar, die eher ein bisschen Probleme hatten. Also Vettel ist ausgeschieden, Hamilton war auch nicht so stark und Ricciardo ist auch ausgeschieden. Deswegen sind wir so weit vorne. Aber Leute, genug drumherum gelabert. Wir legen los mit dem Qualifying hier zum 5. Rennen der Saison in Spanien. Okay Leute, und los geht's auf unsere erste fliegende Runde. Und wir müssen hier wirklich eine perfekte Runde hinlegen, um irgendeine Chance zu haben. Na, das ist schon mal alles andere als perfekt, ey. Okay, Leute, und über die Linie, die Runde war nicht gut. Ja, 1,8 Sekunden, das ist sogar noch voll okay. Die war echt nicht so geil. Okay, Leute, die war schon mal viel besser. Wir sind fast eine Sekunde schneller als auf der letzten Runde. Über die Linie und nur Platz 8, okay. Das ist enttäuschend. Okay, Leute, was interessant ist, wir waren schnellster im ersten Sektor. Und ja, vor allem im dritten haben wir halt richtig viel verloren. Eine zweite war auch nicht so gut, aber ehrlich gesagt hat sich das nicht schlecht angefühlt. Das ist halt gerade das Problem, was ich habe. Okay, Leute, das wird unsere letzte Runde und die muss echt passen. Also starten wir 10. und das wäre echt nicht gut, Mann. Ja, Leute, letzte Kurve, das war nichts. Okay, Platz 10 wird es sein im besten Fall. Wir haben kein Benzin mehr auch für noch eine Runde. Und außerdem sind die Reifen auch schon ziemlich abgenutzt. Also ja, keine Chance, dass wir uns da... noch großartig verbessern. Okay, Leute, hier ist jetzt das Endergebnis. Hamilton steht auf Pole vor unserem Teamkollegen. Das ist echt belastend, weil Vettel zeigt halt, was mit diesem Auto mittlerweile drin ist. Ricciardo auf 3, Verstappen 4 und Rosberg 5. Alonso, sehr, sehr starker 6. Platz. Aber der McLaren scheint echt ordentliche Fortschritte zu machen hier in unserer Saison. Okay, Leute, erstmal die Ressourcenpunkte. Ich schätze mal, da werden wir nicht allzu viel bekommen. Ja... geht. 33 ist jetzt nicht so der Hammer. Okay, ja, hier haben wir jetzt natürlich ein bisschen verkackt, obwohl, ne, geht sogar wahrscheinlich. Ja, wir hatten doch nicht den schnellsten ersten Sektor. Okay, Vettel war nochmal ganz bisschen schneller. Das ist ärgerlich. Wir sind punktgleich jetzt, also ist unentschieden. Ziehung steht da, okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist sehr interessant. Also wer jetzt in dem Rennen irgendwie besser ist, der wird dann in Führung gehen in unserer Rivalität. Also das ist interessant. Das ist interessant. Ja, hier haben wir jetzt natürlich wieder verkackt und gehen wieder in den roten Bereich. Das ist nicht das, was man unbedingt sehen will. Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. Okay, Platz 6 oder besser. Also da ist unser Team sozial, hat gesehen, dass wir hier Schwierigkeiten haben. Danke dafür, Ferrari. Und Vettel besiegen, ja. Aber wenn wir Sechster werden, dann besiegen wir Vettel nicht, sage ich mal, wenn er ein normales Rennen hat. Ja, da muss schon mehr sein. Aber ich sag mal, ja, ich will zumindest das Teamziel schaffen. Das wäre halt nice, damit die
nicht unzufrieden mit uns sind. Und ja, wir müssen das Beste draus machen, Leute. Es ist ein schwieriges Wochenende für uns, aber auch sowas gibt es, ne? Man kann nicht immer so ein geiles Wochenende haben wie beim letzten Mal in Russland. Und ich würde sagen, wir gehen direkt an den Start hier beim 5. Rennen der Saison in Spanien, Leute. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Okay, Leute, hier sind wir in der Startaufstellung und wir gucken uns mal die Rennstrategie an. Okay, also was man direkt sehen kann, es wird ein trockenes Rennen, das ist nice und ja, die vorgeschlagene Strategie ist eine Einstopp und das müssen wir auch machen. Wir müssen aggressiv sein und ich weiß nicht, kann man... Okay, man könnte sich die Strategie auch selber einstellen, aber nee, das traue ich mich jetzt einfach nicht. Wir können uns ja auch die Startreifen auswählen, das ist der Vorteil, wenn man außerhalb der Top 10 startet, aber... Ja, sonst hat das nicht wirklich viele Vorteile. So, das Benzin machen wir mal ein wenig runter. Und ja, Leute. Dann geht es los auf die Einführungsrunde. Das wird ein nicht so einfaches Rennen für uns. Aber wir müssen das Beste draus machen. Wie gesagt, auch solche Rennen gibt es manchmal. Und ja, man muss das Beste draus machen. Wie gesagt, los geht's auf die Einführungsrunde, Leute. Oh, Button. Was ist das hier gerade? Oh! Ja, uns hat jemand von hinten gerammt, glaube ich. Oder? Nee, das Spiel übernimmt einfach die Kontrolle. Okay, ich dachte schon. So, hier rollen wir in unseren 12. Startplatz, Leute. Das ist nicht so geil. In Spanien ist aber ein guter Start sehr, sehr wichtig, weil das halt eine der längsten Strecken zur ersten Kurve ist. Okay, also ja, dann achten wir mal auf die Startampel. Es wird wirklich ja, sehr, sehr wichtig, hier einen guten Start zu bekommen, weil, wie gesagt, der Weg zur ersten Kurve sehr, sehr lang ist. Okay, Leute, hier sind wir in der Startaufstellung und, ja, mal gucken, wie das so läuft. Da sind die 5 roten Lichter zum 5. Mal in dieser Saison und wir kommen sehr gut weg, zumindest im Vergleich zu Sainz. Daneben uns war aber auch einer, der sehr, sehr gut weggekommen ist, Perez, und der ist jetzt schon fast neben uns. Okay, Leute, wir haben immerhin schon mal eine Position gut gemacht, gehen jetzt innen rein in die erste Kurve, aber ganz, ganz vorsichtig, nichts Dummes machen, weil irgendwie ein Schaden oder so ist das Letzte, was wir gebrauchen können. Oh, Rad an Rad mit Valtteri Bottas hier. Ja, aber das haben wir sehr gut gemacht, Leute. Sehr, sehr nicer Start. Und wir sind immerhin schon mal vor auf Platz 9. So Kurve 3 hier ist, oder nee, Kurve 4 ist das. Ist auch eine sehr, sehr gute Überholmöglichkeit. Und Verstappen ist ziemlich weit hinten. Okay, keine Ahnung, was der so gemacht hat. Spanien liegt ihm anscheinend nicht so, ne? Ja, ja. Guter Witz, oder? Ja, keine Ahnung, Leute. Wir sind immerhin schon mal vor auf Platz 8. Das war ein sehr, sehr guter Start. Jetzt innen vorbei, oder zumindest neben Rad an Rad mit Kwiat. Keine Ahnung, was ich laber. Ah, wir sind aber leider nicht ganz vorbeigekommen. Okay, schade. Ja, Platz 8 ist ein sehr, sehr guter Anfang. Und was ich sagen wollte, die anderen scheinen auf einer anderen Strategie zu sein, weil die sind alle auf den Softs hier um uns herum. Und wir sind auf den Mediums, also... Innen vorbei an Quert. Moment. Ja, also könnte das vielleicht in unsere Karten spielen, wenn wir dann einen Stop weniger machen oder so. Alter, irgendjemand kann sich da richtig hart absetzen vom Rest des Feldes. Und ich glaube, Ricciardo, der hier auf Platz 2 liegt, also am... Ja, vorne, vor dieser kleinen Gruppe hier. Der ist ein bisschen langsam, oder? Also zumindest habe ich das Gefühl, das würde der alle aufhalten. So ein bisschen zumindest. Ja, keine Ahnung. Oh, wir bekommen einen nicen Windschatten auf Alonso hier bei seinem Heimrennen. Er liegt sehr gut auf Platz 6. Keine Ahnung, warum ich das gerade erwähnt habe. Aber wir sind vorbeigekommen. Das war auch eher ziemlich einfach. Weil der McLaren ist nun mal auf der Gerade ziemlich wehrlos. Und wir sind immerhin schon mal vor auf der, ja, auf der Zielposition, die uns das Team vorgeschrieben hat. Also Platz 6, Leute. Nice. Oh nein, weit rausgekommen in der Haarnadelkurve.
Dadurch ist Alonso wieder vorbei. Scheiße. Oh! Hamilton ist, glaube ich... Okay, also die gelbe Flagge war auf jeden Fall gerade wegen Hamilton da in Führung. Ja, er wird richtig viel... Leute, er hält alle auf. Er hält alle auf. What the fuck geht ab? What the fuck geht ab? Die sind alle langsam. Oh mein Gott, Hamilton, ich liebe dich. Oh, er hat einen Reifenschaden hinten rechts, glaube ich. Zumindest hat das so ausgeschaut. Leute, das war jetzt richtig gut für uns. Oh, oh mein Gott, das... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, das gibt hier gleich was Krasses. Alle Windschatten sich hier. Oh mein Gott. Der Speed, den wir gerade hatten, innen vorbei an Nico Rosberg. Oder auch nicht. Oh, jetzt, wir bekommen einen richtig geilen Run aus Kurve 2 heraus. Rad und Rad mit Masse. Oh mein Gott. Oh, Leute, das war gerade so nice, Alter. Ich komme gar nicht mehr klar. Oh mein Gott. Vettel führt. Oh, Alter, Hamilton, danke, Mann. Das war, das hat uns gerade wieder richtig ins Rennen gebracht, Mann. Leute, was war das? Oh, ich schätze mal, Rosberg wird uns jetzt Probleme machen. Ja, wir müssen das eigentlich gar nicht zu hart verteidigen, weil wir sind auf einer anderen Strategie mit unseren Medium-Reifen. Also da werden wir jetzt logischerweise ein bisschen langsamer sein. Aber ja, wenn man, ne, auf das Ende des Rennens schaut, da müssten wir dann vielleicht einen Vorteil haben, weil ich denke mal, die werden alle zwei Stops machen. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Also eine Ein-Stop-Strategie mit Soft-Reifen kann eigentlich nicht sein, weil sonst hätte uns das Team das ja auch vorgeschlagen. Ja, also das sieht echt nicht schlecht aus für uns gerade, wenn man bedenkt, wo wir gestartet sind. Ne? Oh, Vettel ist an der Box, Leute. Ja, das bestätigt mehr oder weniger, dass er mindestens eine 2-Stop macht, wenn nicht eine 3-Stop. Weil Runde 5 ist viel zu früh, um nur einen Stop zu machen. Also, ja, ich weiß nicht, ob das gut ist. Mal schauen. Also er wird am Ende natürlich schneller sein als wir, aber er muss dann erstmal vorbeikommen. Ne? Und das werden wir ihm natürlich nicht so einfach machen. Und ja, wann kommen wir eigentlich rein? Ich weiß es gar nicht. Runde 13 bis 15 ist das Boxenstopp-Fenster. Okay. Okay, Verstappen geht an die Box. Rosberg allerdings nicht, okay. Das ist sehr interessant. Oh, und Button ist jetzt Dritter, der auch auf den Mediums ist, okay. Also, wir und Button haben anscheinend eine ähnliche Strategie, wenn nicht die gleiche. Also, das wird interessant zu sehen sein, wo er dann landet im Vergleich zu uns. Eine nice Sache ist aber, dass ich Rosberg nicht absetzen kann. Das bestätigt auch wieder eine Sache, die ich in der ersten Folge erwähnt habe, wenn ihr euch daran erinnert. Dort hatten wir nämlich auch im Qualifying Probleme und die KI war irgendwie es schien so, als wäre die KI unschlagbar. Ich kann heute nicht mehr reden, Alter, was geht. Und ja, im Rennen war die dann ganz okay und so ist das hier wieder. Also, ich weiß nicht so ganz, ja, was das ist. Vielleicht sind wir auch einfach nur in den Rennen so unfassbar gut, ne, dass die KI halt keine Chance hat, aber das glaube ich jetzt einfach mal nicht. Okay, und jetzt geht Rosberg auch an die Box. Hätte mich auch gewundert, wenn er, ja, wenn er das nicht getan hätte. Und dadurch übernehmen wir die Führung, Leute. Wer hätte das gedacht, ne, am Start, dass wir in Runde 8 führen? Ich nicht. Oh, ist Button an der Box? Ja, Button ist auch an der Box. Also sind wir die Einzigen, die einen Stop hier machen, oder was? Das wäre natürlich richtig nice. Also ich will mich nicht beschweren, weil ich glaube, dass diese Ein-Stop-Strategie echt gut aufgehen könnte. Es sei denn, die harten Reifen sind dann komplett die Hölle, aber ja, das denke ich mal nicht. Von daher, ja, das sieht gar nicht mal so scheiße aus eigentlich. Das Ding, was mir gerade einfällt, ist, dass die Leute, die innerhalb der Top 10 waren, also Rosberg, Vettel, Verstappen, die ganzen Leute, die konnten ja gar nicht auf den Mediums starten, ne? Weil die im Qualifying auf den Softs gefahren sind. Also deswegen, ja, können die vielleicht gar keine Einstop machen, weil, ja, ja, das wird daran liegen, das wird daran liegen. Das war halt der Vorteil, den wir hatten auf unserem 12. Platz. Okay, Leute, das Ende von Runde 13. Wir kommen jetzt an die Box für unseren, wo ist denn hier diese Linie? Okay. Ja, das werde ich wahrscheinlich nie können. Okay, Leute, wir kommen jetzt an die Box, wie gesagt, für unseren einzigen Stop. Und so langsam bekomme ich das Gefühl, als wäre hier echt irgendwie was Krasses drin, weil... wenn man sich die Karte anschaut, wo Vettel ist, also der gelbe Punkt, der ist da mitten in dieser Gruppe, die jetzt hier auf uns zukommt. Alter, ich hoffe, die bekommen uns nicht. Bitte, 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 komm, fahr. Das wäre jetzt echt wichtig, da vor denen rauszukommen. Da kommt, okay, Haryanto, ja, der juckt keinen. Und da, oh mein Gott, Ricciardo. Was macht er? Hat er den Windschatten von uns gezogen? Das sah halt voll krass aus. Aber Leute, das Entscheidende ist, wir sind vor dieser Riesengruppe hier rausgekommen. In der Vettel ist, in der Rosberg ist, wahrscheinlich auch Hamilton, Ricciardo, also einfach alle, Leute, alle. Wir sind vor denen. Das heißt, wir führen sogar wahrscheinlich, wenn jetzt alle stoppen, die vor uns sind. Also, hä? Okay.
Interessant. Ja, ich verstehe das gerade nicht. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Echt unscheiß. Im Qualifying sah das so hoffnungslos aus. Und jetzt sind wir hier einer der Favoriten auf den Sieg, würde ich einfach mal so behaupten. Also, kein Plan, ne? So, DRS auf Varianto. Das wäre jetzt mehr oder weniger wichtig, den zu bekommen, damit er uns nicht auffällt im letzten Sektor. Oh, sehr gut. Und Ricciardo holt ihn sich auch gleich. Okay, interessant. Das war eine nice Linie. Und Ricciardo geht an die Box, Leute. Also, ja, mich verwirrt das einfach nur noch. Also, keine Ahnung, was hier los ist. Vettel ist jetzt mehr oder weniger direkt hinter uns. Und wir sind schon mal vor auf Platz 3. Hamilton ist vor, okay. Hamilton hat ja am Anfang den Reifenschaden. Also, der ist eigentlich draußen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, draußen aus dem Kampf um den Sieg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da ja noch groß was ausrichten kann. Oh mein Gott. Okay, die harten Reifen sind nicht so nice, aber die halten halt ewig. Also, ja. Das könnte uns retten. Leute, da kommt Vettel. Eigentlich will ich ihn gar nicht zu hart bekämpfen, ehrlich gesagt. Er macht eh noch einen Stop. Komm, geh vorbei. Geh vorbei. Ganz easy, Alter. Das macht keinen Sinn, Leute. Das macht einfach keinen Sinn. Man muss auch intelligent fahren manchmal. Und nicht immer nur jeden irgendwie hinter sich halten, den man sieht. Und, ja, das ist einfach das Schnellste für uns beide, denke ich mal. So, auch Bottas ist eigentlich nicht unser Gegner. Also, wie gesagt, es macht einfach keinen Sinn. Was bringt das denn? Die müssen eh alle nochmal stoppen. Also, wir müssen jetzt halt innerhalb von, ja, einem Boxenstopp sozusagen hinter denen bleiben. Aber ich denke mal, so viel schneller werden die jetzt auch nicht sein. Und, ja, Hamilton und wer auch immer dann noch vorne war, sind jetzt an der Box gewesen gerade. Und dadurch, oh, sind wir vor auf Platz 3. Scheiße. Okay, Vettel geht an die Box. Ich schätze mal für seinen letzten Stop jetzt. Bottas bleibt allerdings draußen. Okay. Oh. Okay, Leute. Rosberg ist Dritter. Und ist gar nicht mal so weit weg, oder? Ist der das da hinten, den man auf der Karte sieht? Wenn ja, dann werden wir nochmal Probleme bekommen. Okay, Rosberg habe ich irgendwie komplett, ja, außer Acht gelassen, sage ich mal, bisher. Ich weiß auch gar nicht, was der mit seiner Strategie macht. Er ist 1,8, hä? Okay, er ist 4 Zehntel hinter Sainz, glaube ich. Und Sainz ist 2,3 Sekunden hinter uns. Also, das ist nicht weit. Okay, Leute, hier haben wir eine kleine Wiederholung von Rosberg und Sainz. Die sind hier Rad an Rad gegangen, wirklich durch diesen kompletten ja, letzten Teil der Strecke. Und ja, am Ende ist Rosberg vorne geblieben, wie wir sehen können. Und beide gehen an die Box. Das heißt, Rosberg hat doch noch nicht gestoppt. Deshalb war er so nah hinter uns. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das Podium an. Perez und Grosjean. Und die sind, glaube ich, auf einer... Ja, die könnten wirklich auf der gleichen Strategie sein wie wir. Weil die sind auf den harten Reifen, Leute. Oh mein Gott. Was ein crazy Rennen, ey. Oh. Okay, Leute, Virtual Safety Car. Positives Delta, okay. Das hatte ich auch noch nie, übrigens. Okay, jetzt. Wir müssen dort oben im Grünen sein, glaube ich. Ja, ja. So passt es ja. Es muss grün sein, okay. Müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren. Okay, ja, das hatte ich auch noch nie, Leute. Das kam gerade sehr überraschend. Ich dachte schon, es ist ein richtiges Safety Car. Das wäre ein bisschen ärgerlich, weil... Ja, ich muss zugeben, jetzt will ich den Sieg schon auch haben. Nach so einem, ja, strategisch richtig coolen Rennen, da, ja, will ich das nicht mehr hergeben. Okay, Leute. Das Virtual Safety Car ist jetzt zu Ende. Okay, Leute, nice. Das war mal interessant, das auch mal zu erleben. Okay. Nice. Auch ganz cool, ja. Hat mir gefallen. Oh mein Gott, Leute. Hamilton ist auf Platz 2. Okay. Aber das ist ein sehr, sehr starkes Comeback von ihm, sag ich mal, nachdem er ja den Reifenschaden in der ersten Runde hatte. Aber ich hoffe mal, dass er nicht so die Mega-Pace hat, um uns jetzt einzuholen. Ich glaube nicht. Also wir sind 8 Sekunden vorne. Ja, mit nur noch wenigen Runden vor Schluss. Scheiße, die Kurve soll man im zweiten Gang fahren, nicht im dritten, aber ist okay. Und ja, außerdem hat er dieselben Reifen, also ich denke nicht, dass das nochmal knapp wird. Ich hoffe es zumindest nicht. Oh, okay, Leute, also Hamilton macht schon nochmal ernst, sind nur noch 4,5 Sekunden. Eieiei, das wäre jetzt nicht so geil in den letzten 4 Runden, nachdem man das ganze Rennen geführt hat, ey. Oh, what the fuck, Alter. Oh mein Gott, Leute, da ist Hamilton schon. Alter, ist er schnell. Oh mein Gott, wir haben halt diese Reifen auch schon seit Runde 20. Also wir haben, ja, wir können eigentlich nichts gegen ihn ausrichten. Okay, er hat... Okay, wir haben noch 5 Runden Benzin, interessant.
Ja, er wird in der nächsten Runde DRS haben, da kann man eigentlich nichts dagegen machen. Und wir werden das dann einfach verteidigen müssen. Das, ja, da kann man nichts machen. Er ist halt einfach richtig viel schneller. Ja, und sowas braucht man jetzt auch nicht, Mann, in so einer Situation. Ja, Bullshit, Leute, Hamilton hat DRS. Okay, wir verteidigen in. Okay, er fährt uns hinten rein. Vielen Dank dafür. What the fuck? Okay, Leute, Onboard mit Hamilton. Hä? Das habe ich gerade gar nicht gecheckt. Er fährt uns einfach hinten rein. Dadurch verbremsen wir uns. Ja, hä? Was ist das denn? Muss mich verarschen. Muss mich verarschen? Soll sowas jetzt das Rennen entscheiden? Lächerlich. Okay, DRS auf Hamilton, Leute. Letzte scheiß Rennrunde. Bisher war es das langweiligste Rennen aller Zeiten. Aber jetzt wird es nochmal spannend. Innen vorbei. In die erste Kurve. Sehr, sehr spät gebremst. Aber komm, so Hamilton, kriegst du diesen Sieg nicht. Nicht durch so einen Betrug, Alter. Oh, fuck. Aber die Reifen gehen halt auch gar nicht mehr klar. Die sind halt echt schon sehr alt. Unser Motor ist auch gelb. Also nicht, dass wir gleich noch so einen Motorschaden kriegen. Weil ich glaube, das geht nämlich wirklich. Oh, fuck. Ja, also vor allem so Rechtskurven gehen halt gar nicht mehr klar. Hamilton ist wieder vorbei. Scheiße, Leute. Leute, letzte Chance. Letzte Chance. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann hat Hamilton gewonnen. Innen vorbei. Oh, er ist außen. Oh mein Gott, Leute, wir sind vorbei. Okay, wir haben ihm ein bisschen wenig Platz gelassen, um ehrlich zu sein, aber egal. Okay, gucken wir uns das nochmal aus Hamiltons Sicht an. Einfach so, was mich interessiert. Und da kommen wir. Ja, okay. Ja, das kann man schon machen, ne? Das ist halt Racing, Alter, komm schon. Das war noch okay, finde ich. Aber, ne, schreibt mir natürlich eure Meinung in die Kommentare, ne? Dass ich sage, dass es okay ist, ist ja logisch, weil ich das selber gerade gemacht habe. Da schreibt mir eure Meinung dazu rein. Ich fand, es war okay. Es war ein bisschen hart, aber ja. Das, was er vorhin gemacht hat, war jetzt auch nicht so nice, ne? Ja, Leute, letzte Kurve. Wir kommen gleich über die Linie und gewinnen ganz knapp den großen Preis von Spanien. Alter, das war mega knapp zwischen den ersten drei. Das war einfach... Alter. Oh mein Gott, was für ein Rennen, Leute. Vom Platz 12 haben wir es gewonnen. Wir sind 20 Runden auf diesen Reifen am Ende gefahren, ey. Alter. Unglaubliches Rennen, Leute. Unglaubliche. Oh Scheiß, dieses Ende nochmal. Das hat mich völlig fertig gemacht. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Da sehen wir wieder unsere hässliche Fresse zum dritten Mal hintereinander auf dem Podium. Alter. Das war heftig, Leute. Okay, Leute. Hier sind wir jetzt beim Rennergebnis. Ich muss das leider nachkommentieren, weil meine Aufnahme irgendwie am Ende abgekackt ist. Also sorry dafür. Ja, wir haben gewonnen vor Hamilton, Vettel, Perez und Grosjean. Sehr, sehr stark auf Platz 4 und 5. Und auch Hülkenberg auf 6 ist ja nicht unbedingt was, was man erwartet. Und ja... Ricciardo ziemlich weit unten, Rosberg auch, also ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ich glaube wirklich, wir waren echt einige der wenigen, die diese Strategie gemacht haben, die eigentlich richtig war. Also das ist überraschend, weil normalerweise machen die meisten die richtige und nur so ein paar die falsche. Und ja, wir sehen auch Max Verstappen ziemlich weit unten, also ihm liegt Spanien anscheinend nicht so. Das wissen wir auch aus dem Real Life, ne? Da war er auch nicht so stark in Spanien. Und so, Leute, dann werfen wir noch einen kleinen Blick auf die Fahrer-WM. Dort sind wir jetzt nur noch einen Punkt hinter Nico Rosberg und das vor meinem Lieblingsrennen in Monaco. Also, vielleicht haben wir ja das nächste Mal die Chance, die WM-Führung übernehmen. Ja, ja, mit Legenden-KI, wie ich es jetzt schon während dem Rennen oder vor dem Rennen nochmal angesprochen habe. Hamilton liegt auf Platz 3 in der WM und in der Konstrukteurs-WM liegen wir mit Ferrari weiterhin auf Platz 2 hinter Mercedes. Allerdings kommen wir da immer näher ran. Also, mal schauen, ob wir vielleicht dann mit... ja, immer weiteren Upgrades da auch mal vorbeikommen können. So, dann zu den Ressourcenpunkten. Mal schauen, wie viel kriegen wir denn da? Müsste natürlich ordentlich was geben für so einen Sieg. 137 bekommen wir. Wir haben jetzt insgesamt 372. Und ja, schauen wir mal auf die Rivalität. Dort müssten wir ja jetzt auch vorne sein, weil wir ja... Oh, okay, vielleicht auch nicht. Also anscheinend ist es so, dass die schnellsten Rennrunden mehr zählen als ein Sieg. Habe ich nicht ganz verstanden, aber Vettel liegt jetzt vorne mit 3 Punkten in der Rivalität. Finde ich ein bisschen komisch, dass da so eine schnelle Runde so viel zählt, weil ich meine, mit unserer Strategie konnten wir gar keine schnelle Runde fahren, weil wir ja die Reifen einfach so lange wie möglich rausziehen mussten. Ja, dann hier bei der Fahrerposition sieht das jetzt auch besser aus und ja, sind wir jetzt bei 6 Punkten oder so und im Grünen, ja, die Karrierepunkte interessieren keinen. Und ja, Leute, schauen wir nochmal, ob wir uns vielleicht ein Upgrade leisten können. Und nein, können wir leider nicht. Das reicht ganz knapp nicht. Da, ja, 3
Ressourcenpunkte fehlen uns, um uns ein Upgrade leisten zu können. Aber naja, Leute, das war's jetzt von der 5. Folge F1 2016. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein strategisch echt sehr, sehr interessantes Rennen, muss ich sagen. Und ja, hier habe ich euch noch einmal kurz den Trophäenraum gezeigt. Da waren wir nämlich auch noch gar nicht. Da sind jetzt schon 3 Trophäen nach 5 Rennen. Da kann man sich nicht beschweren. Und ja, Leute, wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal in Monaco. Auf meiner besten Strecke, würde ich zumindest so sagen. Also ich erhoffe mir dort auch ein ja, ähnlich gutes Ergebnis wie hier. Und ja, vielen Dank fürs zu Ende schauen. Ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen, falls es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal in Monaco, Leute. Haut rein, bis dann und ciao.